sprechen wir über die Verteidigungspolitik, respektive über die Bundeswehr. Im Studio in Bonn begrüße ich Rüdiger Lukassen. Er ist lange Jahre Soldat, bis hin zum Oberst bei der Bundeswehr gewesen, war unter anderem Hubschrauberpilot, Referent bei der NATO und im Verteidigungsministerium und ist heute verteidigungspolitischer Sprecher der AfD. Willkommen bei Phoenix. Danke. Sie haben eine Grundsatzposition abgegeben anlässlich des NATO-Gipfels zur Bundeswehr. Die wollte ich mal kurz vorlesen, bevor wir dann in die aktuelleren Themen einsteigen. Sie haben getwittert, die Bundeswehr ist geschwächt. Die Bundeswehrregierung weigert sich, unsere Truppe zu restaurieren. So machen Merkel und von der Leyen auch die NATO kaputt. Die Schuld liegt nicht beim amerikanischen Präsidenten. Zitat Ende. Herr Lukassen, woran machen Sie das fest, dass Frau von der Leyen sich weigert, die Truppe zu restaurieren? Unsere Truppe ist nicht einsetzbar. Das hat auch schon der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages festgestellt. Wir werden unseren NATO-Verpflichtungen ab nächsten Jahr bei den schnellen Eingreifkräften und Reaktionskräften nur mit Mühe nachkommen können. Und für 2023 sind diese Einsätze noch überhaupt nicht gesichert. Woran liegt das? Liegt es am fehlenden Geld? Liegt es an der Struktur der Bundeswehr? Was sind die Gründe aus Ihrer Sicht? Es liegt an der schon seit Jahren, vor allen Dingen unter der Merkel-Regierung, seit Jahren chronischen Unterfinanzierung der Bundeswehr. Wir haben keine Vollausstattung in der Bundeswehr, 70% nur an Gerät. Und davon sind auch nur durchschnittlich 60-65% einsatzbar. Das heißt also, ungefähr die Hälfte des Gerätes ist überhaupt einsetzbar. Damit können weder die kann der Verantwortung nicht nachgekommen werden und die Einsätze in der Landes- und Bündnisverteidigung nicht erfüllt werden. Jetzt ist aber beschlossen worden, dass die Bundeswehr sukzessive mehr Geld bekommt, Jahr für Jahr. Sollte das aus Ihrer Sicht mehr sein oder reicht es aus, was da an Steigerungen im Haushalt vorgesehen ist? Deutschland hat mit dem damaligen Außenminister Steinmeier in Wales, im Vertrag von Wales 2014, ein ganz klares Bekenntnis abgegeben und unterschrieben, bis 2024 2% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung auszugeben und davon sogar 20% für Invest. Und davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Gut, es soll also ansteigen in den nächsten Jahren. Jetzt sozusagen unterdessen versucht man sich anders weiterzuhelfen, um es mal so zu formulieren. Jetzt ist also PESCO, dieses neue Wort, dieser Begriff. Da geht es ja auch in Wien darum. Ist es aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz, dass die Armeen noch mehr und strukturiert zusammenarbeiten? Die AfD lehnt PESCO entschieden ab. Frau von der Leyen, und ich will Ihnen drei Hauptgründe dafür nennen. Erstens, Frau von der Leyen hat schon im Frühjahr deutlich gesagt, mit PESCO gehen wir den Weg zu einer Armee der Europäer. Und das wollen wir nicht. Eine Armee der Europäer, eine Brüsseler Armee bedeutet letztendlich, dass wir unsere nationale Entscheidungskompetenz über den Einsatz unserer Streitkräfte an eine Brüsseler Behörde abgeben, dass der bisher so gut funktionierende Parlamentsvorbehalt nicht mehr zur Geltung kommt. Und, aber ist das nicht, Entschuldigung, ist das nicht auch im Rahmen der NATO schon in gewisser Hinsicht so, dass Befehlsstrukturen teilweise ausgelagert sind? Ja, richtig. Innerhalb der NATO haben wir Strukturen und klare Prozesse. Und hier werden auch für Einsätze dann manchmal Verantwortung abgegeben. Mit PESCO wird aber eine Struktur neben der NATO geschaffen und damit die NATO in Wirklichkeit geschwächt. Anstatt das wesentliche Rückgrat unserer deutschen und europäischen Verteidigungsfähigkeit, die NATO, zu stärken, schwächen wir sie über eine Parallelstruktur, die durch PESCO beabsichtigt ist. Also klare Position, die AfD lehnt PESCO ab. Ein weiterer Begriff, der ganz aktuell dort diskutiert wird, in Wien beim Treffen der Verteidigungsminister, ist SOFIA. Das ist diese, ich nenne sie jetzt mal Rettungsaktion, auch durch die EU vor der Küste Libyens. Wie würden Sie jetzt da vorgehen in diesem Moment? Wir haben ja gehört, es ertrinken immer noch viele Menschen dort im Mittelmeer. Soll man das weiter so gehen lassen, die Menschen einfach ertrinken lassen? Oder sollte beispielsweise die Bundeswehr, die Marine dort aktiver werden?
Erstmal möchte ich auch im Namen meiner Fraktion sagen, dass wir die italienische Regierung verstehen, dass sie alleine diese Verantwortung oder überwiegend alleine tragen soll, ist nicht hinnehmbar aus Sicht der italienischen Regierung. Sophia selbst, und hier müssen wir in die Mandatierung schauen, ist ja kein robuster Einsatz. Es sollen Schleuser überwacht werden und ansonsten sind Schiffe da, die vielleicht auch geschützt werden, die der NGOs, die dann letztlich Schiffbrüchige aufnehmen. Und wir müssen uns fragen, wir als Deutsche und als Gesellschaft und als Deutschland, ob wir damit nicht erst Anreize geben für eine Flucht und für dafür, dass Menschen sich in so hohem Maße gefährden, aufs Mittelmeer, in unsicheren Booten und Schiffen gehen und dabei ihr Leben riskieren. Anreize, diese gesellschaftliche Diskussion, diese politische Diskussion ist ja in Italien durch die neue Regierung jetzt so entschieden worden, wie sie entschieden hat. Trotzdem nochmal die Frage, ist es nicht auch ein humanitäres Gebot, diese Menschen aus dem Mittelmeer rauszuholen und zu retten mit Mitteln der Bundeswehr? Erstmal ist es ein humanitäres Gebot, diese Menschen sich gar nicht erst in diese Gefahr begeben zu lassen. Und durch unser quasi Angebot, sie dann auch zu retten und sie aufzunehmen und in Länder Europas zu führen, führen wir sie erst in diese Gefahr. Und das sollten wir vermeiden. Wenn wir dann aber einen Einsatz gegen Schleuser, die hier das kriminelle Tun von Schleusern unterbinden wollen, dann sollten wir es auch robust tun. Dann sollten wir auch Schleuser verfolgen können, gegebenenfalls sogar mit militärischen oder polizeilichen Mitteln auch vernichten können. Aber das ist nicht Gegenstand des Mandates. Sagt Rüdiger Lukassen, der verteidigungspolitische Sprecher der AfD. Vielen Dank dafür und danke, dass Sie heute Morgen bei Phoenix im Studio waren. Ich danke Ihnen.